Liebe Schwestern, liebe Brüder, was die fünfte O-Antiphon besingt, umgibt uns eigentlich seit vielen Wochen. Dass der Advent und die Vorbereitung auf Weihnachten mit Licht verbunden ist, muss uns eigens nicht erklärt werden. Wir beteiligen uns selber daran, wir sind davon umgeben. All dieses Licht, das irgendwie so selbstverständlich zu dieser Zeit gehört, nicht nur, weil wir in einer dunklen Jahreszeit unterwegs sind. Um dieses Licht geht es heute in dieser fünften großen Antiphon, in diesem Lied über Christus. Es ist ein Wort, ein Stichwort, das wiederum aus dem Alten Testament kommt, aber dort noch nicht mit dem Licht verbunden ist. Da ist zunächst vom Spross die Rede. Von einem Keim. Erst in der Übertragung aus dem Hebräischen ins Griechische kommt die ganze Bedeutungsvielfalt des Lichtes dazu, wenn von Anatolä die Rede ist, vom Aufgang, vom Orient, vom Morgenstern. Aus einem anderen Grund ist uns dieses Wort sehr vertraut, denn die Kirche singt es jeden Morgen. Und die O-Antiphon zitiert diesen Kontext aus dem Lobgesang des Zacharias. Dieses Lied, das über die Geburt Johannes des Täufers angestimmt wird. Wir haben es eben in der Lesung aus dem 2. Petrusbrief gehört, wenn vom Advent Christi die Rede ist, von seinem Kommen, dass die prophetischen Worte zu leuchten beginnen, ebenso wie die prophetischen Gestalten. Und dieses Geburtstagslied auf Johannes den Täufer, dass der Vater anstimmt, spricht davon, dass Gottes barmherzige Liebe uns einen Aufgang schenkt, der aufgeht über denen, die sitzen im Dunkel und Todesschatten. Vielleicht nicht nur nach Ereignissen von Berlin verstehen wir dieses Wort gut, obwohl es zugleich befremdlich ist. Denn uns wurde doch in der Taufe gesagt, dass wir Fortissimoi sind, Lichtträger. Warum lässt die Kirche uns jeden Morgen beten, dass wir im Todesschatten sitzen und im Dunkel? Wiederum sehen wir, dass beides zu unserem Leben und zu unserer christlichen Existenz gehört. Das Wissen darum, dass das Licht in uns ist, dass wir es aufnehmen durften, dass es uns geschenkt wurde, und zugleich doch die bittere Erfahrung, dass dieser dunkle Todesschatten nach uns greift, dass er an uns nagt, dass er uns keine Ruhe lässt und uns oft genug überwältigt. Wie schön spricht da dieses Wort, das uns der Apostel Petrus schenkt, dass der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Ja, er geht auf über dieser Welt. Das feiern wir an Weihnachten. Er geht auf über einer Welt voll Dunkel und Todesschatten, aber nicht nur allgemein abstrakt über der Welt, sondern er soll aufgehen ganz persönlich in mir. Das ist die feste Gewissheit, die wir mitnehmen dürfen und von der sich die Antiphon heute nicht beirren lässt, von allen bösen, dunklen Erfahrungen. Dieser Morgenstern geht auf in dir. Er wird deinen Todesschatten hell machen. Dein Dunkel erleuchten, denn Christus ist dein Licht. Gib ihm Raum und er beginnt in dir und über dieser Welt zu scheinen. O Oriens, Splendor lucis et aeternae, et sol justitiae, sedentes in tenebris et umbra mortis. Meine Seele preist die Größe des Herrn,